Okay, dumm, die dumm. So, also ist klar, wenn wir jetzt ins Wasser springen, dann kriegt uns das Monster, deswegen müssen wir die... haben wir noch gar nicht? Ach, haben wir noch gar nicht, ne? Müssen wir erst holen. So. Dann haben wir hier die Kabelzange. Müssen das nochmal eingeben. Das war 3751. Jawohl. Und dann darf er schon eine leere Flasche erhalten. Okay. Damit schneiden wir das jetzt durch, um das Monster zu grillen. Aber was machen wir dann? Ich weiß es nicht. Ein Stromkabel, ja. Oder müssen wir... Können wir hier noch Wasser aufsammeln vielleicht? Es geht nicht. Okay. Dann machen wir doch erstmal hier das Kabel durch. Und grillen das Monster. Kann man dieses Kabel jetzt nicht wegnehmen? Möchtest du das Kabel aus dem Wasser nehmen? Ja. Ich müsste jetzt durch reinspringen können. Ja. So, was haben wir denn da hinten? In den Fässern ist eine ölige Substanz. Öl. In den Fässern ist eine, was? Ist eine ölige Flüssigkeit oder sowas in der Art. Hier. Was habe ich denn? Irgendein Werkzeug? Kabelzange. Soll ich die Kabel durchdringen lassen? Ich glaube, ich nehme ein bisschen Öl mit. Diesel in die Flasche gefüllt. Ah. Ja, eine ölige Substanz, das stimmt allerdings. Da kann man gar nichts dagegen sagen. Diesel ist ölig. So. Eine ölige Substanz. Was haben wir denn hier? Kann ich das wieder zudrehen? Nein. Irgendein Generator. Okay, aber da kann ich normalerweise Diesel einfüllen irgendwo, wenn das ein Generator ist. Irgendein Generator. Kann ich da nicht irgendwo den Diesel einfüllen, um Strom zu kriegen? Nicht? Gar nicht? Ich verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wenn es ein Generator ist, dort steht etwas davon, dass der Generator nur mit Diesel aufgefüllt werden darf. Also doch. Vielleicht war ich nicht an der richtigen Stelle, am Auffüllstutzen sozusagen. Gehen wir mal hier hin. Das geht nicht. Hier? Irgendein Generator? Irgendein Generator? Das geht auch nicht. Ja, aber ich will den jetzt hier auffüllen mit Diesel. Hier irgendeinen Hinweis. Ah, da unten ist da, glaube ich, vielleicht hier. Geht auch nicht. Muss ich jetzt einmal um den Generator rumgehen und probieren, wo ich ihn auffüllen kann. Oder wie sehe ich das? Geht auch nicht. Geht auch nicht. Geht nicht. Kann ja nicht sein, oder? Brauche ich erst irgendwas, mit dem ich es einfüllen kann? Oder finde ich nur die richtige Stelle nicht? Übersehe ich sie gerade? Ich habe doch jetzt schon alle Stellen abgemacht oder abgesucht. Komisch. Vielleicht fehlt mir noch was. Hier vielleicht? Nein. Dann hatte ich das aber schon aus. Das hatte ich schon ausprobiert. Geht nicht. Diese gefüllte Flasche, in der Flasche befindet sich Diesel. Und der Generator darf nur mit Diesel aufgefüllt werden. Steht hier dran. Da steht da etwas davon, dass der Generator nur mit Diesel aufgefüllt werden darf. Da ist es dunkel. Okay. Aber
Es gibt ja nur diesen einen Generator. Und anscheinend läuft er ja. Was haben wir denn hier noch? Nichts Besonderes. Mich würde ja jetzt brennend interessieren, wie ich dieses Ding hier rauskrieg. Dieses... Hast du nicht gesehen. Taschenmesser. Ich würde halt gerne irgendwie dieses Ventil wieder zumachen. Nein, es ist ein Einwegventil. Man kann es nicht zumachen. Niemals. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Also ich habe doch den Diesel gerade geholt. Der ist in der Flasche drin. Gehen wir mal da zurück. Habe ich irgendwas übersehen? Ich meine, Schlüssel haben wir noch nicht. Und in diesen Raum möchten wir nicht rein und da hinten war nichts anderes außer Diesel. Wenn ich mich nicht irre. Gehen wir nochmal hinter. Wir können ja jetzt ins Wasser reinspringen. Nachdem wir gemerkt haben, dass wir das Kabel rausziehen können. Hust, hust. Eine ölige Substanz. Wieso sieht das andere Fass aus? Anders da? Als... Wieso sieht das anders aus? Ich verstehe es nicht. Oben. Als ob es offen wäre oder so. Okay. Kann ich das Seil vielleicht auch einfach mitnehmen? Das Kabel. Ein Stromverteilerkasten. Also Strom ist ja drauf. Allerdings ansonsten... So. Ich muss mal ganz kurz einen kleinen Break machen, Leute. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe gesehen, hier steht irgendein Generator. Und das hier war für mich etwas... Naja, ein Luftfilterkasten vielleicht. Nein, das ist der Generator. Okay. Das wäre viel... Also ich ja... Ne, man hätte es irgendwie drauf kommen können wahrscheinlich. Ich habe jetzt nachgesehen. Was ist das denn, ein Schalter? Ich habe den Schalter einfach mal umgelegt. Okay, ich weiß nicht, was der jetzt bewirkt hat, aber... Okay. Arbeitskleidung. Unterlagen der Arbeiter. Der Schalter muss irgendwas bewirkt haben. Vielleicht... aufgegangen? Ich weiß es nicht. Was hat der Schalter bewirkt? Ist das Tor jetzt? Zufällig? Ah, es ist offen, tatsächlich. Was ist das? Ein Licht? Oh, das ist ein Seil. Alan? Kommst du an das Seil heran? Ja, ich denk schon. Und es dämmert schon wieder. Und du bist wirklich nicht verletzt? Nein, es brennt nur ein wenig auf meinem Rücken. Dreh dich mal bitte um, ich schau mir das an. Anscheinend haben sich ein paar Blutegel an dir festgebissen. Was? Bitte mach die sofort ab! Oh nö. Ist es jetzt ein wenig besser? Ja, danke. Was ich dir erzählt habe, glaubst du mir das? Es tut mir leid, aber ich kann das nicht so glauben. Aber es ist... Aber das ist doch gar nichts... Hast du denn gar nichts gesehen? Nicht mal die Skorpione? Tut mir leid, ich wollte nicht. Das wollte ich nicht. Ich bringe dich schon wieder zum Weinen. Es kann sein, dass hier in der Gegend große Skorpione rumlaufen, aber ich war heute noch nicht beim Ausgang. Und das waren aber keine normalen Skorpione, sie waren zu groß wie ein Hund. Jack hat sie auch gesehen. Ey, Alter, was wird das hier, Mann? Das ist meine Bitch. Sandra hatte Blutegel an ihrem Rücken. Ich habe nur die Wunden behandelt. Ah, ja. Dann verschwinde jetzt, ich kümmere mich um sie. Na gut, ich gehe dann mal, Sandra. Gute Nacht. Okay, gute Nacht. Hängt dieser Typ öfters bei dir rum? Nein, er hat mir nur geholfen, aus dem Loch rauszukommen. Aus einem Loch? Naja, was ist. Ich habe bis jetzt noch kein Auto gefunden.
Das läuft. Ich werde mich morgen noch einmal weiter umsehen. Ich will hier endlich weg. Keine Angst, wir kommen hier schon weg. Hey, wie wär's? Ich könnte doch ein wenig, könnte ich doch ein wenig massieren. Ja, nicht jetzt. Ich bin müde und ich dreh dich mal bitte um. Ich möchte mir wieder was anziehen. Ganz wie du willst. Was soll das? Was macht er jetzt? Du möchtest diese Nacht bestimmt nicht alleine. Alleine bleiben, oder? Nein, ich... Dachte ich mir schon. Ich hab aber keinen Bock, mit diesem Scheißstuhl zu schlafen. Das ist schon okay, dann komm eben ins Bett. Oh, Jake. Ja, oh, Jake. Was ist das? Wo bin ich hier? Ich war doch eben noch im Bett. Was zur Jake? Alan? Du magst wohl diesen Alan, was? Du bist zum Glück auch hier. Ich dachte schon, ich bin hier... Antworte gefälligst. Bedeutet dir dieser Typ etwas? Was? Ich kenne ihn kaum. Wieso? Wieso bist du so wütend? Ich glaub dir nicht. Warum lügst du mich an? Ich lüg nicht, das ist die Wahrheit. Wow. Alter, was geht bei dir ab? Was ist los mit dir? Ich hab dir doch gar nichts getan. Wieso läufst du dann vor mir weg? Also, was ist nun mit diesem Alan? Du machst mir Angst. Bam! Oh, Bitch Slap! Du gehörst mir, hast du das verstanden? Bitte tu mir nichts! Ich blute aus der Nase! Bitte tu mir nichts! Was geht denn hier ab? Schon wieder so ein Albtraum. Aber sie hat den Nasenbluten. Was ist das? Ich blute ja wirklich aus der Nase. Jake ist nicht mehr da. Aber es ist mitten in der Nacht. Oh Mann. Ich brauche jetzt nicht ins Badezimmer. Oh Mann. So. Ich werde jetzt eine kleine Pause machen, Leute. Und wir sehen uns dann gleich wieder bei Desert Nightmare. Wenn Alan und Jake sich darum streiten, wer mit uns die Nacht verbringen darf. Haut's euch rein. Bis dann. So Leute, und hier sind wir wieder bei Desert Nightmare von Calvin. Letzte Nacht hatten wir diesen seltsamen Traum. Ich habe mir jetzt gerade mal einen Schokokaffee gemacht. Das ist ein Kaffee mit Zucker und Schokopulver und... Doof. Ah, ich wollte schon immer mal schlürfen, wollte ich gerade sagen. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt noch erwartet. Wir haben immer noch diese dämlichen Zeichen hier. 3, 3, 3. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Zumindest ist Jake abgehauen. Und wir werden jetzt mal schnell speichern. Und wo speichern wir denn? Wir speichern mal auf Platz 1. Wir haben ja den Apartmentschlüssel Nummer 2 erhalten. Da waren wir noch gar nicht drin. Im Raum ist es total dunkel, da traue ich mich nicht rein. Ich schau mich mal nach einer Taschenlampe um. Nach einer Taschenlampe, Eine Taschenlampe, ich möchte eigentlich nicht rausgehen bei Dunkelheit. Das wird sie mir wahrscheinlich auch gleich sagen, oder? Ja, doch, ich kann raus und der Laden ist offen. Die Tür ist abgeschlossen. Hier scheint keine Taschenlampe zu sein. Vielleicht gibt es im Laden eine. Gehen wir mal in den Laden rein. Der scheint noch offen zu sein. Aber der Besitzer ist weg. Aber hier ist was. Was mach ich, wenn der Typ merkt, dass ich ihn bestohlen habe? Egal, darüber denke ich jetzt nicht nach. Ich mache mir keine Gedanken. Taschenlampe erhalten. Und? Soll ich wirklich... Ach, dieser seltsame Typ wird bestimmt nicht mal merken, dass die Batterien weg sind. Batterie erhalten. Okay. Ich... Oh Mann, das wird immer gruseliger. Jetzt bestehlen wir auch schon die Leute und das ist so ein Typ, eine einfache Taschenlampe. Okay.
Kann ich jetzt so rein? Okay. Oh Mann. Hier ist ein Lichtschalter. Was liegt denn da? Ein Brief. Liebste Claudia, ich bin gerade in einer kleinen Stadt namens Dusty Creek. Du wirst es kaum glauben, aber mir wurde doch direkt von meiner Nase mein Wagen gestohlen. Der Polizeichef der Stadt schien das nicht sonderlich zu interessieren. Er war mehr damit beschäftigt, den Schlüssel für das Polizeirevier zu suchen. Am Ende hat er dann einen Ersatzschlüssel vom Halsband eines Hundes genommen, der hier ständig durch die Straßen streunt. So unordentlich, wie das im Revier aussah, glaube ich kaum, dass der einen Finger rührt, um nach Dieben zu suchen. Ich werde mir morgen mal einen Leihwagen besorgen. Hier endet der Brief. Ob er den Hund meint, den ich vor 2 Tagen gesehen habe? Den Hund. Ah, hier ist das WC. Oh, was ist das? Nur eine alte Tasche. Okay, ich dachte schon. Okay. Oh, speichern wir lieber nochmal. Das macht mir so ein bisschen Angst, wenn wir jetzt da hingehen müssen, da wo dieser Hund verschleppt worden ist. Der Hund, vor allem in der Nacht rumzulaufen in dieser scheiß Stadt, obwohl es am Tag schon gruselig genug war. Der Hund, wo wurde denn der Haus Nummer 6 ist verschlossen, aber da brennt Licht. Also da muss doch irgendeiner wohnen. Oder das Licht wurde einfach angelassen, das kann natürlich auch sein. Also der Hund wurde hier verschleppt. Da oben. Die Blutspur führt hinter die Mauer. Kann ich hier rüber? Ja. Die Blutspur führt in den Keller. Will ich da wirklich reingehen? Ich muss. Oh, wie sieht's hier aus? Was ist das denn? Eine Puppe ohne Kopf sitzt auf dem Schrank. Ey, ich hab doch einen Kopf. Oh, jetzt ist was aufgeleuchtet. Zettel mit Symbolen erhalten. Okay, welche Zettel? Notizen? Indianische Symbole. Auf dem Zettel sind 4 Symbole abgebildet. Aha. Okay. Geht's hier lang? Die Tür ist abgeschlossen. Oh Mann. Oh nein. Die Blutspur führt sogar hier rein. Was ist das? Hinter dem Ofen ist ein Loch, aber ich kann ihn nicht verschieben. Es ist viel zu heiß. Ich brauche etwas, um meine Hände zu schützen. Die Handschuhe. Den Schlüssel erhalten. Was für ein Schlüssel? Apartmentschlüssel Nummer 2? Nein. Das war... Schuppenschlüssel. Komme ich da rein? Die Tür ist abgeschlossen. Auch nicht mit dem neuen Schlüssel, den ich gerade gefunden habe, wahrscheinlich. Ein Schuppenschlüssel. Nein. Also brauche ich jetzt erstmal die Handschuhe vom Ladenbesitzer.